Und wieder zurück zur Schlüsselszene, immer noch vom Budenzauber 2015 hier in Krefeld. Neben mir steht der aktuelle Torschütze, Torschützenkönig quasi schon, Oliver Neville. Gerade dein fünftes Tor gemacht, 7-3 habt ihr Dortmund abgefertigt. Das erste Mal hier in Krefeld, der Budenzauber für dich. Wie findest du hier, wie ist die Stimmung? Ja, ich finde toll, wie du gesagt hast, das ist mein erstes Mal, dass ich hier bin. Und wir machen einen Riesenspaß. Ja, die Halle ist fast ausverkauft. Besser kann man nicht haben. Ja. Und die Uerdinger Legenden sind ja mit einem etwas älteren Team angetreten. Konntest du auch ein Spiel von den Jungs sehen? Bitte? Konntest du auch ein Spiel von den Jungs sehen, von den Uerdinger Legenden? Ja, da habe ich nicht. Ich habe nur die letzten 10 Minuten geschaut. Wo normalerweise, ja, 30 Sekunden vor Schluss, die haben noch 2-1 geführt. Ja. Haben die alle, die Tore gehen schnell und leider haben die noch 3-2 verloren. Also ihr seid froh, dass ihr jetzt nicht gegen Uerdingen spielen müsst, ne? Das ja, kann man so sagen. Ja. Und nächstes Jahr wird es hier wieder einen Budenzauber geben, dann auch mit dem Trikot der Gladbacher? Ja, wenn ich hoffe. Dass, also wie gesagt, hier macht riesen Spaß mit tolle Kulisse. Wenn nächstes Jahr die noch machen, werde ich gerne kommen. Okay, dann alles Gute fürs Finale und viel Spaß. Danke. Noch.